die Freiheit beim Campen, einfach sich irgendwo hinzustellen, seine Sachen rauszuholen, den Tisch, die Stühle und im Sand zu sitzen, aufs Meer zu schauen. Das gibt es nicht mehr ganz so häufig. In Holland gibt es da eine Möglichkeit, beziehungsweise zwei Möglichkeiten. Ich nehme euch heute mal mit und zeige euch, wo es das noch gibt in Holland, wo man wirklich mit dem Wohnmobil direkt am Strand stehen kann, direkt am Meer, von dort aus Sport machen kann. Und gebe euch jetzt mal ein paar Eindrücke. Der Brouwersdam. Brouwersdam ist ein Damm in Zeeland, der die Nordsee von den Binnenmeeren trennt. Und bei den Wassersportlern ist er schon seit Jahrzehnten bekannt und die Windsurfer, damals, dann nachher die Kiter, mittlerweile die Wingfoiler, alle fahren dorthin, weil das Besondere ist, man kann dort direkt, wie man hier sieht, am Strand parken. Der Brouwersdam ist 6,5 Kilometer lang und das Schöne ist, für jeden ist Platz. Es gibt diverse Parkplätze, um Wassersport direkt vorne zu betreiben. Man kann seine Ausrüstung aufbauen vor dem Wohnmobil, man kann die Stühle rausstellen und kann dann dort Windsurfen gehen, Kiten gehen. Und wie man hier sieht, die Wohnmobile stehen wirklich direkt vorne vor dem Sand und hier direkt vorne vor dem Wasser. Und solange er bei den Windsportlern, Windsurfern schon bekannt ist, in den letzten Jahren kommen auch vermehrt Wohnmobilisten, die gar nicht so gerne Sport machen, sondern einfach nur wandern wollen oder einfach nur die schöne Aussicht genießen wollen. Und das Besondere ist, man kann hier frei parken und es gibt für alle Platz und man hat, sobald man die Türe aufmacht, den Blick wirklich auf den Strand, auf das Meer, hat tolles Wasser und kann im Sommer natürlich schwimmen gehen, kann auch jetzt zu diesen Jahreszeiten im November und Oktober gehen Leute schwimmen, mit den Hunden spazieren. Es gibt Bereiche, die sind extra zum Sport machen, es gibt Bereiche, die sind eher zum Schwimmen. Wie man hier sieht, ist jetzt oben auf dem Damm auch ein langer Fahrradweg, der wunderbar ist, aber auch zum Longboard oder zum Inlineskaten, weil der Asphalt dort oben schön glatt ist und man gut fahren kann. Hier sieht man im Hintergrund das Grevelinger Meer, das Binnenmeer, was auch sehr beliebt ist bei Wassersportlern. Und hier sieht man jetzt nochmal den Damm und die Wohnmobile. Und das Schöne ist, man kann ab morgens auf den Damm mit dem Wohnmobil, also man darf nachts nicht dort schlafen, aber man kann ab morgens 6 Uhr bis abends 21 Uhr mit seinem Wohnmobil dort freistehen, wo man möchte. Und es kommen Leute, die bauen wirklich alles auf, die bauen dort Tische auf, Küchen auf und genießen den Tag, während sie dann zwischendurch kiten oder surfen gehen und kochen dort in großen Runden mit mehreren Leuten, mit Kindern, die in den Dünen spielen. Und es ist halt diese Freiheit, die einem sonst so ein bisschen genommen wird, weil man nur noch auf Campingplätze darf, in den letzten Jahren ist hier noch gegeben. Man kann wirklich raustreten, man ist im Sand, man hat dieses Freiheitsgefühl, warum man sich das Wohnmobil häufig gekauft hat. Es gibt natürlich Leute, die stehen gerne auf dem Campingplatz und das ist auch schön, weil man da die Infrastruktur hat, aber diese Freiheit, direkt am Strand zu stehen wie hier und direkt vorne vorm Wasser, ist einfach etwas, was man nicht mehr so oft hat, vor allem in Holland. Und das Besondere ist hier, dass dort viele hinkommen, die das wirklich einfach genießen und nicht nur zum Wassersport machen. Es gibt an dem Strand, ist das Schöne, auch mehrere Strandbuden, Strandrestaurants mit Surfshops dabei. Die sind ganzjährig geöffnet, nicht wie in anderen Teilen Hollands, wo die dann ab Oktober abbauen. Und hier ist dadurch, das Wassersport ist das ganze Jahr geöffnet. Hier sieht man jetzt die andere Seite vom Brouwersdam, das Grevelinger Meer, auch sehr beliebt für Wassersportler. Da ist es auch so, dass man den ganzen Tag beistehen kann, ohne Parkschein, und kann dort auch direkt vom Wasser parken. Hier sind die ganzen Wassersportler, die auch surfen, Surfschulen, auch Restaurants und Surfshops. Das Schöne ist, hier gibt es für alle Spaß und Sportarten auch etwas, hier wie zum Beispiel die Rutsche. Es gibt für die Anfänger etwas, für die Fortgeschrittenen etwas und es ist wunderschön, dort zu stehen und den Tag zu genießen. Mit dem Sonnenuntergang fahren die meisten dann wieder einmal über den Damm und genießen ihn wieder auf dem Brouwersdam, selbst an der Seite der Nordsee. Und nachdem man abends seinen Sonnenuntergang genossen hat, ist es so, dass man sich dann auf einen der umliegenden Campingplätze oder Stellplätze niederlassen muss für die Nacht. Also viele bleiben dann wirklich bis zum Sonnenuntergang dort, genießen den, trinken dort ihr Bier, ihr Wein und machen sich dann langsam auf den Weg zu den Stellplätzen oder zu den Campingplätzen, die zu Genüge da sind. Renesse, die kleine Stadt Renesse, liegt direkt nebenan. Heißt, man kann dort abends auch schön essen gehen oder das Nachtleben genießen, ein bisschen shoppen gehen und dort einen der Campingplätze besuchen. Es gibt auch Stellplätze und Campingplätze direkt auf dem Brouwersdam, die dann einfache Infrastruktur haben. Und hier sieht man nochmal nach dem Sonnenuntergang wunderschön am Brouwersdam. Und am nächsten Tag ist es dann ähnlich wie auf Mallorca. Um 6 Uhr werden die Handtücher rausgelegt. So ist das hier, dass um 6 Uhr morgens die Wohnmobile kommen teilweise und die besten Plätze.
Plätze belegt. Aber es ist trotzdem immer noch ein schöner Platz zu bekommen. Die Leute bleiben teilweise auch nicht den ganzen Tag, also man bekommt immer was. Hier ist jetzt zwischen Middelburg und Domburg, ist nicht allzu weit entfernt, das sind irgendwie knapp 40 Kilometer, gibt es auch den Autostrand und dort kann man mit dem Wohnmobil auch den ganzen Tag am Strand stehen und steht wirklich auch wieder vorne am Sandstrand. Hier ist eher auch windig, trotzdem sind hier eher Wellenreiter unterwegs, weniger die Kiter und die Surfer, da dort auch solche Holzbuhnen ins Wasser gehen, die dann teilweise ein bisschen gefährlich sein können, wenn man dort vorfährt. Trotzdem zum Spazieren ideal und man kann wunderbar den Damm entlangfahren, der auch sehr lang ist. Kann den kleinen Leuchtturm anschauen, der jetzt gleich auch zu sehen ist. Und im Hintergrund gibt es mehrere Campingplätze und Minicamping, Bauerncamping. Und es gibt viele Anlauf, es gibt viele Leute, die spazieren gehen, auch wieder mit Kindern. Man kann wunderbar Muscheln und Krebse sammeln. Und hat direkt Westkapelle nebenan und Domburg nebenan. Domburg ist auch ein sehr schönes kleines Städtchen, das ein bisschen schicker ist mit ganz vielen Restaurants und hier die alte Mühle in Domburg. Die Restaurants bieten verschiedene Sachen an, kleine Sträßchen. Also wirklich schön und man hat wirklich also verschiedene Sachen. Zwischen Brauersdamm und Domburg unten ist wirklich einiges, was man an Städtchen, an Städten, Orten anschauen kann und natürlich die Strände, die man wunderbar genießen kann. Hier ist der Strand jetzt in Domburg, wirklich direkt vor der Stadt, wo auch einiges an Leben und Treiben ist. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben und vielleicht ist das was für euch, was ihr in Zukunft mal ins Auge fasst.